So, Freunde, und es geht weiter mit dem zweiten Teil des Let's Plays von London 2012. Wir haben ja schon einige Durchgänge gemacht bei den Olympischen Spielen. Ich würde sagen, wir widmen uns heute nochmal dem Party-Modus. Und auch hier wird es 2 Folgen am Tag geben. Und ich bin mal gespannt, was hier so ist. Also, wir haben hier einmal Disziplinen und Herausforderungen. Ja, bei den Herausforderungen, das sieht ein bisschen spannender aus. Da müssen wir scheinbar die Tage freischalten. Also, ich würde sagen, das könnten wir eigentlich mal machen. So, ich würde sagen, Herausforderung 1, da haben wir einmal Speerwerfen, Bogenschießen und Bogenblitz. So, Freunde, und es geht in die nächste Runde bei London 2012, das Let's Play zu den Olympischen Spielen. Wir haben ja schon einige Durchgänge bei den Olympischen Spielen gehabt. 52 Folgen gab es ja, glaube ich, schon. Und wir haben aber noch einen Party-Modus hier. Also, da würde ich gerne mal nochmal mit euch reinschauen. Und ich würde sagen, wir fangen hier mit den Disziplinen an. Also, ich muss sagen, ich spiele das jetzt gerade alleine. Es wird sicherlich noch besser, wenn man zu zweit spielt, aber das kann ich jetzt leider derzeit nicht anbieten. So, also ich würde sagen, wir arbeiten uns von links bis rechts vor und fangen an mit der Schnellfeuerpistole. Ja, gegen den Computer machen wir das natürlich, sonst ist es ein bisschen dröge. So, wir sind in den Royal Artillery Barracks zur Schnellfeuerpistole und wollen jetzt natürlich den Computer ein bisschen niederstrecken. Ah, okay, die Einführung, die brauche ich eigentlich nicht. Na gut, machen wir sie nochmal. Oh. Ja, nein, das war jetzt nur halbherzig geschossen. Also, los geht's mit der ersten Disziplin. 3, 2, 1, go! Excellent! Ja, so schnell hätte ich gar nicht schießen brauchen. Da hätte ich mir eigentlich noch ein bisschen Zeit lassen können. Aber der Computer ist hier nicht so stark unterwegs. Nächste Runde. 3, 2, 1, go! Ja, das sah schon ein klein wenig besser aus. 46 Punkte. Damit haben wir 3 Vorsprung vor dem Computer. Und Runde 3. 6 Sekunden immer noch. Geht los. Ah, den letzten ist schon wieder verzogen. Ah, nicht ganz so gut wieder. 43 als Gesamthöchstzahl, damit haben wir 3 Vorsprung. Oh, 3 Rückstand. Weil der Computer zwar hier eine richtig gute Runde gemacht hat. Also, nächste Runde. 3, 2, 1, go! Excellent! 43 Punkte wieder. Das ist für 4 Sekunden in Ordnung. Kann aber auch besser sein. Und da zieht der Computer doch ein bisschen weg. Also, das wird wohl nur der zweite Platz werden hier. 3, 2, 1, go! Excellent. Das war in Ordnung. 49,8. Da gibt es nichts zu meckern. Aber der Angriff kommt leider zu spät. Wir sind nur auf dem zweiten Platz. Oh, eine Runde. Ach, die 6. Runde haben wir noch. Alles klar. Zählen ist auch nicht so einfach. Ist nicht mein Ding. Und das sieht auch sehr gut aus. 50,2 hier. Dank des Teilers haben wir hier mehr als 50 Punkte. Bleibt aber nur beim zweiten Platz.
3,7 Punkte hinter dem Computer Nummer 2. So, das heißt, ja, ist quasi gerade mal so gut wie eine Niederlage. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, ins Menü zu gehen oder das erneut zu starten. Dann starten wir natürlich nochmal neu. Denn das werden wir ja wohl schaffen hier. Ist jetzt auch ehrlich gesagt, boah, ungefähr gute 2 Wochen her, dass ich die letzte Folge Let's Played habe. So. Ja, wieder ein bisschen schnell. 44 Punkte. Reicht am Anfang noch gegen den Computern, aber da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen nachlegen, sonst kommt da der Angriff. Ja, das war schon ein bisschen besser. 46 Punkte, das ist vernünftig. Ein Punkt wieder weiter weggekommen, das heißt 5 Punkte Vorsprung diesmal. Und jetzt müssen wir natürlich dranbleiben. Das war sehr vernünftig. Da werden wir die Führung auf jeden Fall behalten. Oh, aber der Computer 2 hier mit 50 Punkten ist nur noch 2 Punkte hinter uns. Da müssen wir zusehen, dass wir da jetzt weiter auf hohem Niveau schießen. Zum Beispiel, ja, so kann man durchaus sagen, 47 Punkte. Das ist ganz in Ordnung. Aber der Computer holt auf. 48 Punkte, das heißt nur noch einen Punkt Vorsprung. Ja, da müssen wir jetzt gucken, dass da jetzt gute Teile dabei rumkommen. 10,8, fast der beste Schuss, den man machen kann. Das Maximum liegt hier ja bei 10,9. Und 0,5 Punkte wieder weggekommen, aber das ist absolut nicht zum Ausruhen. Letzte Runde jetzt und jetzt brauchen wir ein gutes Ergebnis. Ja, 49,1, das sieht gut aus. Und das ist der erste Platz, sehr sehr schön. Hat also im zweiten Anlauf hier bei der ersten Disziplin geklappt. Gute 2 Punkte Vorsprung, sehr schön. Also, nach wie lange geht denn das? Ach, das zählt sich wahrscheinlich unendlich hoch. Ah, okay. Aber ich würde sagen, wir packen in diese Folge auch nochmal die nächste Disziplin mit rein. Und ich guck gerade nochmal, was haben wir hier noch so? Hier gibt es auch noch Sperrdarts. Das ist ganz neu. Dann haben wir Kairin Kampf, Superslalom im Kajak, Skeet Schießen, Skeet Angriff. Also es gibt ein paar neue Sachen hier, so ein paar Spielereien auch. Da bin ich echt mal gespannt, wie das so wird. Und weiter geht es jetzt mit der heutigen zweiten Disziplin. So, und da sind wir im Lord's Cricket Ground im Bogenschießen Einzel. Und hier wollen wir jetzt natürlich den Sieg holen. Los geht's. Und der geht ganz knapp in die 10 am Rand. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Aber das gehört ja auch dazu. So, wir warten nochmal auf den Wind. Und der will so, alles klar. Und in die 9. Ja, das ist in Ordnung. 19 Punkte nach 2 Schüssen, da kann man nicht meckern. Und der dritte Schuss. Und in die 10. Der beste Schuss am Ende. 29 Punkte, da kann man nicht meckern. Ja gut, bei der 1-10 haben wir ein bisschen Glück gehabt. Aber das passt schon. So, der zweite Durchgang geht los. Oh, der Wind jetzt ein bisschen diagonal. Und der geht knapp in die 9. Haben wir auch wieder ein bisschen Glück gehabt. Das war an der Grenze zur 8. Der schwächste Schuss bisher. Oh, und auch in die 9. Aber diesmal ein bisschen deutlicher. Und Schuss Nummer 3.
Wir warten noch mal kurz auf den Wind. Oh. Und der geht. Oh, an die 9. Also die Höhe war immer ganz vernünftig, aber wir hätten immer so ein bisschen weit nach rechts gehen müssen. Das heißt, der Seitenwind hat uns hier ein kleines Schnippchen geschlagen. Aber 27 Punkte ist völlig in Ordnung. Das macht 5 Punkte Vorsprung vor den Computern. Und die nächste Runde. In die 10, unten links. Oh, wieder Glück gehabt hier. Ganz am Rand. Und der nächste Schuss. Und der geht auch wieder an den Rand in die 10. Also auch hier wieder durchaus glücklich. Also da hätten wir auch 3-4 Punkte weniger haben können bisher. Und der nächste Schuss. Oh, da habe ich den Wind ja ganz falsch eingerechnet. 8 in die 8 Grad mal. Das heißt 28 Punkte hier. Genauso viel wie der stärkste Computer. 5 Punkte Vorsprung. Das sollte doch jetzt drin sein, das hier zu gewinnen. Und wir fangen an mit einem Schuss in die 10. Und jetzt der nächste Schuss. 1 Meter gerade mal. Und wieder in die 10. Aber auch wieder ganz, ganz knapp am Rand. Also, da haben wir wirklich Glück jetzt hier. Und der letzte Schuss in diesem dritten Durchgang. Und der geht auch in die 10. Das heißt, 30 Punkte hier. Und damit sollten wir doch den Deckel zugemacht haben. Ja, natürlich 114 vor zu 105. 9 Punkte Vorsprung. Und damit haben wir das auch erfolgreich abgeschlossen. So, was haben wir denn? Dann können wir danach mal Bogenblitz nehmen. Das ist die erste der neuen Disziplinen. Da bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. So, wir sind auf jeden Fall wieder am Lord's Cricket Ground. Hier finden ja die Bogenwettkämpfe statt. Und mal sehen, was uns beim Bogenblitz erwartet. Ja, das kennen wir ja. Den rechten, um den Bogen zu spannen. Ziele mit links. Aha. Also, wir haben scheinbar nur wenig Zeit zum Zielen. Erziele innerhalb des Zeitlimits möglichst viele Punkte. Ach so. Ah, das ist interessant. Also, trifft die Symbole für Punktemultiplikatoren, Bonuspunkte, Extrazeit oder um andere Spieler Punkte wegzunehmen. Ja, da bin ich mal gespannt. Also, schnell schießen heißt es hier. Und los geht's. 60 Sekunden. Ach komm, zieh doch durch. Guter erster Schuss. Aber der Wind steht auch prächtig gerade. Ah, das Mal 2 leider nicht getroffen. Also hier haben wir ein bisschen Zeit. Kriegen wir das? Ah, leider nicht. Oh, da haben wir ein bisschen den Rand getroffen. Und da haben wir was getroffen. Also, 144 Punkte. Das ist ein ganz gutes Ergebnis. 5 Punkte vor den Computern. Ja, macht richtig Spaß. Also, auch hier eine klare Kaufempfehlung für sowas. Das macht mit mehreren richtig Laune. Los geht's. Sch
schaffen wir vielleicht 150. Oh, wobei wir haben ja weniger Zeit. Ah, haben wir den erwischt? Ich weiß gar nicht. Aber hier haben wir jetzt das Zeitsymbol eingesammelt. Und auch hier die 25. Also die Runde hier sind wir richtig gut unterwegs. Fast 300 Punkte schon. Und auch hier mitten rein. Und auch die haben wir, glaube ich, nochmal mitgenommen. 241 Punkte. Mal eben 100 Punkte mehr als bei dem ersten Durchgang. Das ist doch ein super Ergebnis gewesen. Und die nächste Runde geht jetzt los. Was können wir hier noch schaffen? Mal 3, jawohl. Oh, da ist ein neues Zeitsymbol. Können wir das vielleicht noch einsammeln? Jawohl. Oh, da müssen wir wieder ein bisschen hochzielen. Plus 50. Ah, schade. Das hätte ich gerne noch eingesammelt, das Plus 50er. Mal 3. Also, 160 nur. Ein bisschen durchwachsen das Ergebnis im letzten Durchgang. Oh, und da sind wir auf dem zweiten Platz gerade mal gelandet. Ja, schade. Da hätten wir auf jeden, habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Das heißt, wir machen es einfach mal so, weil wir es hier jetzt nicht geschafft haben zu gewinnen, machen wir in der nächsten Folge hier an dieser Stelle weiter mit Burgenblitz. Bis zur nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid bei London 2012, der Partymodus. Bis dann. Hallo Leute, wenn euch das Let's Play gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Natürlich dürft ihr meine Videos auch positiv bewerten und auf Facebook, auf Twitter oder auf Google+ teilen. Wenn ihr mich zu euren Favoriten hinzufügt oder mir einen Kommentar hinterlasst, dann wäre ich sehr dankbar. Ich versuche die Kommentare auch alle zu beantworten. Natürlich findet ihr mich auch auf Facebook oder auch auf Twitter. Hier könnt ihr mich auch erreichen. Für zukünftige Termine von Let's Plays geht ihr auf meinen Kanal und dort habt ihr rechts eine Liste mit allen kommenden Let's Plays und Terminen. Wenn euch das Spiel so gut gefallen hat, dass ihr es kaufen wollt, dann guckt in die Beschreibung, denn hier findet ihr für alle möglichen Plattformen Links, die euch direkt zum Kaufen führen. Viel Spaß!